Ajo, ajo, das ist einfach jetzt meine zweite Folge ab hier. Hi. Ja, ich Kannst weiß, du einfach machst das ja immer durchlaufen und so. haust so raus heute Nacht. Wow, ich sterb schon wieder. Ich krieg eine Krise. Heute Nacht? Lässt es heute Nacht raushauen? Ja, Um ich meine, ich 23 Uhr lass heute beste Nacht hoch. Sendezeit, hallo? Ja, stimmt. Da kommt Als wenn zumindest das, bei anderen ganz Leuten ehrlich, als wenn nichts. das einen Unterschied macht. Da Ob kommt das jetzt zumindest nachts bei oder anderen tagsüber Leuten rauskommt. nichts. Ah, es macht schon einen Unterschied, je nachdem. Wenn, weißt du, wenn jemand 100 Abonnenten hat, dann sieht er das sicherlich nicht, was du um 23 Uhr rausgehauen hast. Mit 100 Abonnenten aus, meine ich. Bist du mich gerade? Nur weil ich 100 Abonnenten habe? Ja. Hier laufen 115. die Zombies da lang. Ist halt auch ein Opfer, weißt du? Ja, das hat meine Mutti auch immer gesagt. Das ist traurig. Dann habe ich geweint. Steht der Dann hat Server auf sie schwer? gelacht. Ja, der Server ist auf. Aha, das erklärt einiges. Ja. Damit man auch viel von seinen Toten hat. Frag Pascal. So, hier oben ist eigentlich noch mit am schönsten, obwohl sie so leer ist. Da mache ich auch noch was hin. Ich könnte mal ein bisschen mit Teppich arbeiten, ne? Mal alles meine Wolle, ja. Finger weg. Ich glaube, ich hole mir jetzt ein bisschen Wolle. Quack. Einfach voll nützlich, aber schade, dass die Brote aus dem Projekt sind, aber voll nützlich für mich. Ich kann da richtig Wolle farmen. Ja, das stimmt. Ich farm da die Das ganze Zeit stimmt. meine Wolle zu. Naja, sie haben meine Kuhfarm bestartet damals, jetzt nehme ich einfach ihre Wolle farm. Pff. Ja, sie haben ja jetzt daraufhin ein eigenes Projekt gestartet, ne? So ein Minecraft-Projekt. Ich glaube, sie wollten halt den Enderdrachen besiegen oder sowas. Also ein Standardprojekt, was jeder schon mal irgendwie gemacht hat. So nach dem Motto. Ja, ich habe auch schon voll auf den Enderdrachen besiegt. Ja. Ja, aber nicht in dem Projekt, oder? Ich habe noch nie besiegt, glaube ich. So, Echt? in dem Projekt halt. Ach so, siehst du, in dem Projekt glaube ich nämlich auch nicht. Auf jeden Fall haben Ja, sie das was? Projekt dann direkt wieder aufgehört nach ein paar Folgen. Wow, das ist traurig. Ja. So, Schafe. Schafe. Der Zombie ist in den Boden gefallen. Okay. Ich habe mich ja tatsächlich von Herrn Unge inspirieren lassen, ne? Der nette Mensch hat auf seinem Kanal jetzt ein Video mit ein Projekt mit dem GLP zusammen, ne? Da, oh Gott, sind ja viele Schafe. Hast du die vermehrt? Ja, klar. Ja, da musst du bald wieder mal ein paar töten, ne? Sonst Also bist du dolle Baguron hat die Kohle. nochmal vermehrt. Die schwarzen sind alle nicht von mir, aber Nee. die ganzen weißen und grünen sind von mir. Gut, wolltest du sagen, also sonst ist es auf Ja, Dauer ein bisschen dolle viel. ja. Ja, sagte der Kerl, ne? Mit seiner Schaffarm, die da Ja, seit du meinst seinen zwei Kühen. Monaten Seinen rumhängt. Kühen meinst du? Meine Schafe Früher waren waren es die nie viel. Schafe, doch. Nee, die Schafe waren nie In dem viel, das stimmt einen nicht. Gehege, das waren zwei Gehege und das hintere Gehege war komplett überfüllt. Das war nur das Gehege ganz vorne, das war mit Kühen überfüllt. Und das mit den Schafen, das war nie voll. Ja, ich kill da irgendwann mal welche. Wenn Baguron und Okay. alle mit ihrer Wolle. Wobei, wir brauchen es ja eigentlich für das. Du hast ja schon angekündigt, wir brauchen weiße Wolle. Also, haben wir doch Weißt du, genug. wie viele Leute schon gesammelt haben? Die haben schon mehrere Stacks Quarz und Wolle. Sehr gut. Habe einfach Finde ich alles für cool. meine Insel rausgehauen hier. Aber ich Ja. bin zufrieden. Ich Ich bin habe. auch unzufrieden mit deiner Insel. Ich bin aber zufrieden mit meiner Insel. Ach so, zufrieden, Entschuldigung. Ja, ne? Merkst was? Ich glaube, das war ein Freudscher Verhörer. Ein Freudscher Verhörer. Ja, das ist das Pendant zum Freudschen Versprecher. Aber das sagt dir bestimmt nichts, Ungebildeter. So. Hallo, moved mich einer. Ich ziehe den kleinen Matzi nochmal hoch. User was moved to your Hallo, channel. Matzi-Mann. Mich wieder? Ja, bisschen abgeleckt, aber passt schon. Bisschen abgeleckt. Was Ja. wollte ich eigentlich sagen? Ach ja, der hat ja so ein Projekt mit GLP zusammen halt. Und haben so eine Map, die so total zersprenkelt ist. Also quasi, da ist nur jeder vierte Block da immer. Ach, Ich weiß das nicht, ist die diese gibt's so. komische. Die Ah, gibt's das schon kam. länger, genau. Ja, die gibt's schon Die gibt's Ewigkeiten. schon länger, genau. Und das haben sie aber jetzt mit Portal ganz erweitert und sowas und machen halt so, müssen ein paar Aufgaben Ist erfüllen. das sowas wie An sich Rewind? Nach zwei Folgen wird's langweilig? es sind jetzt drei Folgen. Ich guck's halt wegen GLP, ne? Bisher war es ganz interessant. Auf jeden Fall Ich habe weiß, dass ich ich auch mal damals Rewind auch tierisch. interessant fand, die ersten zwei Folgen lang. Okay, dafür habe ich tierisch Bock auf so ein, mal auf so eine Best Map quasi. Also nicht sowas wie, ja, hier sind so 80 verschiedene Gänge, löse in jedem Gang ein Rätsel oder sowas, sowas nicht. Sondern so eine, wo man schon was bauen muss und so, aber wo man halt auch noch so ein bisschen was Kniffliges Da dabei gibt es hat, ganz dass man viele es. Modpacks, die sowas haben. Modpacks, ja, immer wieder bei Modpacks, ist immer so eine Sache. Wieso? Auf nicht so gut. Ja.
Die werden immer so schnell eintönig. Aber Vanilla nicht. Ja, Vanilla ist immer das Gleiche. Aber du weißt ja doch immer, was dich erwartet. Wow. Gehst du mit dieser Einstellung durch dein ganzes Leben? Ja. Okay. Das erklärt so einiges. Funktioniert, okay. Never touch a running system. Ich möchte eigentlich die ganze Zeit nur meine Insel jetzt anstarren von verschiedensten Perspektiven. Ich könnte mal wieder einen Screenshot davon machen. Um zu sehen, ob sie doof aussieht. Ja. Kann ich die auch so beantworten? Sie sieht doof aus. Fehlt auch für meinen Thumbnail. Ich bin leid, ich mache Videos. Ich habe Ewigkeiten keine Bilder mehr für Thumbnails gemacht. Es ist seit Ewigkeiten einfach das gleiche Bild, das ist halt nicht so gut. Ja, das kenne ich leider auch viel zu gut. Guck mal jetzt noch ein paar andere Inseln an, wie lange habe ich denn noch Zeit? Ach ja, noch 6 Minuten. Luke, wo baust denn du? Ich habe keine Ahnung. Immer noch nicht. Nö. 30 Minuten verschwendet. Holz. Wie ist denn da drin? Wem gehört das? Vielleicht bevor ich reingehe, erstmal gucken, wem gehört das. Ach, Pascal. Ja gut. Hochhaus, ja. Ja, es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Es ist halt ein Viereck. Es ist besser, als es bisher immer gewesen ist, ja. Warum nicht? Der Teppich ist cool am Anfang, den er da hat. Auch wenn der nicht ganz symmetrisch ist, was mich jetzt schon abfuckt. Bist du so ein Symmetrie-Heini? Ja, ja, ich bin ein richtig schlimmer Symmetrie-Heini. Also was bei manchen Sachen muss voll Symmetrie herrschen. Wenn zum Beispiel Baguron sein blödes Viereck da quadratisch gemacht hätte, das hätte mich gekillt, ne? Da hätte ich es abgerissen oder so. Echt, ja? Das hätte mich total angebrustet, wenn das da unsymmetrisch rumgestanden wäre. Komm, sag du mal nichts über deine symmetrische Festung auf Loom. Hä? Die ist doch voll symmetrisch. Ja, eben. Ja. Also eigentlich ist sie echt symmetrisch. Ich werde nicht über Leute, die ein symmetrisches OCD haben. Ich hab ja gar nichts gesagt. Ja, ja. Aber die ist gar nicht so symmetrisch, ne? Wahrscheinlich innen. Aber sie ist so groß, da wirkt's nicht. Nee, eher außen nicht. Danke. Bitte. So ein schöner. Kann man hier rausspringen? Kannst cool. Überall springen. Eine Selbstmordinsel. Bist du gesprungen? Ja. Hast du überlebt? Nö. Als ob ich den Scheiß überlebt. Aber jetzt habe ich wenigstens was zu tun in den letzten Minuten. In dieser wunderbaren, gefüllten Folge mit Thumbnails machen und Inseln angucken. Guck mal, wo du hingesprungen bist. Ich sehe es nicht. Das kannst du nicht sehen. Das ist, glaube ich, zu hoch. Ja. Tief zu hoch, wie man es nimmt. Hast du jetzt noch zwei fliegende Wolken über deiner Insel gemacht? Ja. Die sehen scheiße aus. Ja. Wow. Du hättest dich ja verteidigen können. Nee. Matzi, hast du schon mal was gefunden, wo du hinbaust? Okay. Ja, ich glaube, ich verlängere den Weg zwischen Leitung und Fussel nach hinten weiter. Oh ja, das ist eine gute Idee. Das okay. Hat mir eher am Anfang. Am Anfang Fussel und ich bauen da so voll nach Plan, so. Yo, wenn dann da jemand kommt, der kann dann da hinbauen und hast du nicht gesehen und haben das alles geplant, ne? Was macht Domi? Er baut erstmal über meine Insel, alle anderen bauen da links und rechts von Fussel, also Fussel kriegt da ja diesen Weltraumhafen da voll nebendran angestellt und wir saßen dann irgendwo so da nach der zweiten Folge, yo, wir haben jetzt aus ursprünglich mal geplanten, was weiß ich, 20x20 Blöcken Freiheit, nur noch 5x5, na danke. Ja, sowas ist immer recht schwer zu planen, aber ich wollte auch nicht jedem einen Bereich geben, mit dem man bauen kann. Ja, ist ja auch vollkommen okay, aber es war so, wow, ja. Das war ein bisschen arg eng, Leute. Aber das kann man sich gleich merken fürs nächste Mal. Dann schreibt man das am besten in die Config gleich rein oder so, dass man da und da Platz braucht oder da und da Platz braucht. Ja, wobei es im Endeffekt gut aussieht, aber es ist halt... Das stimmt, ja, man hat halt so Pläne im Kopf und denkt sich das so, dann ärgert man sich, als wenn man es anders macht. Ich ärgere mich halt immer noch so echt ein bisschen über Domi, dass er unbedingt so nah an meine Insel bauen musste. Ich meine, ja. Das hätte nicht sein müssen, weil er hat wirklich tatsächlich an einer Stelle ist ja seine Insel über meiner Insel. Das ist ein bisschen arg nah. Also, so kuschelbedürftig bin ich beim besten Willen noch nicht. Also ja, ich habe seit Ewigkeiten... Warum hab ich das kaputt gemacht? Ich hab seit Ewigkeiten einfach immer noch gar keine Rüstung. Oder hab ich eine Rüstung? Nö. Nee. Keine Rüstung, keine Waffen, kein Equipment. Ich war noch nie mal. Ich war, glaube ich, dreimal Mine oder so. Ja, du hattest auf jeden Fall ganz am Anfang dann irgendwann mal nach 20 Folgen so eine Mine-Folge, das weiß ich. Brauchen wir denn hin? Apropos Luke! Wo bist du eigentlich? Was machst du? Ich suche gerade einen Platz zum Bauen. Oh. Ich komm auch nochmal hoch. Oh, das war der falsche. Hi. Warte, was hast du eigentlich für einen Skin? Herr Luke, Hallöchen.
Darf ich Hallo. Ihm ein gelbes Gelb schenken? Ah, hier baust du ran. Okay, du musst den Weg noch nicht am Anfang perfekt Eiern bauen, ne? Wenn sie möchten. Reicht doch erstmal, wenn du nur so einen. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Reicht erstmal, wenn du einen ganz groben Weg baust, also halt nur so von wegen, ne? Erdblock und dich einen Block nach vorne bauen, das reicht erstmal komplett. Und dann kannst du danach immer noch eine Dings ziehen. Ich habe gerade drei Eier geworfen und davon sind zwei kleine Küken rausgekommen. Jetzt laufen da Küken sie? Rum. Hier. Wo? Hier. In der Mitte. Ey! Ich will keinen Chicken Wings. Lass mein Hühnchen in Ruhe! Du Monster! Du Wichser. Als ob du davon stirbst. Als ob er davon nicht stirbt! Ich sterb davon noch nicht. Aber ich kenne jemanden, der jetzt stirbt. Oh nein. Scrap, 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 Scrap. Ich bin froh, dass sie hier einfach runterspringt. Bist du ins Wasser? Ja, ja, klar. Daneben, Richtung. Daneben. Triffst du dich nicht, daneben. Arschgesicht. Okay, mein Freund. Das gibt Krieg. Ja, komm doch her. Kann noch nicht springen, aber gleich. Gleich bin ich soweit. Oh, Martin ist auch gestorben. Da. Ich habe in 30 Sekunden gekickt. Als ob. Wo bist du? Bin ich in der Scheißhöhle drin? Okay, ich bin oben. Ob. Hey, Tim. Wo sieht man denn wann? Hier. Yeah. Schade. 5, 4, 3, 2, 1. Tschüss. Aber du kannst auch. Warum ist Light eigentlich vor uns rausgeflogen? Komisch. Du kannst auch slash go go. Leerzeichen my counter. Und nee, dann warte ich lieber. Okay. Ob ich dieses noch, Loch hier reinbauen Wir darf? Haben noch eine Minute. Warum auch immer wir eine Minute länger haben als Light. Ja, weil ich schon drauf gegangen bin, als deine Ansage war. Wow. Kannst du dich auch nicht einmal Abmachungen halten, ne? Das ist echt ganz schön scheiße von dir, muss ich auch einfach mal so sagen. Wir hatten nicht mal eine Abmachung. Doch. Wir haben was gesagt und du hast es wieder ignoriert, wie immer. Oh, okay. Arsch. Dann sag ich mal, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Light. Over and out, top bei den anderen vorbei. Tschüss.